ein Ensemble aus der Ukraine. Grüß Gott. So, jetzt ein Ensemble aus der Tschechischen Republik. Die Musik goes out, I found this. Thank you.
Sonntag, der 9.7. Guten Morgen. Tag der Abreise ist gekommen. Wird jetzt in Rochnow gestartet. Nach einer guten Woche, nee, knappen Woche. Ja, jetzt geht's zurück erstmal Richtung Olomouc, Brunn, Prag, dann nach Chemnitz. Carsten ist dann zu Hause und ich starte mit dem Zug dann noch. Der Carsten hat Glück, der hat nächste Woche frei. Er kann noch eventuell eine Radtour machen, ne? Ja. Sehr schön, da bin ich ja neidisch. Hinter Olomouc, bisschen Stau auf der Autobahn, aber ich denke, das wird sich gleich wieder auflösen. Vorne rollt es ja schon wieder. Drüben alte Flugzeuge von der tschechischen Armee. Oder neue, aber die sehen nicht so neu aus. Oh, Brünn haben wir erreicht. Die zweitgrößte tschechische Stadt, wa? Wirklich, ja. Wirklich. Wir erreichen bald Prag. Da haben wir Prag. Naja, von der Altstadt ist nichts zu sehen. Umland von Prag, jede Menge Brücken und Pipapo. Sehr schön gebaut hier. Hier gucken wir über die Moldau. Schlecht zu sehen jetzt. Prag-Barrandorf, wo die Filmstudios sind. Aber viel sehen wir von der Stadt nicht. Da hier überall Schallschutzwände sind. Reisekreis hat sich eben geschlossen, eben an Slani vorbei. Da sind wir hin zu Abibogen, dann Richtung Melnik weiter und letztendlich den ersten Tag zum Riesengebirge. Prag liegt jetzt wie gesagt hinter uns, jetzt geht es nach Komutau. Auf einer normalen Straße jetzt erstmal. Gleich Deutschland wieder. In Reizenheim, ne? In Reizenheim, wieder Grenze natürlich. Jo, dann haben wir es ja bald. Ausweise bereithalten. Ja, genau, Ausweise. So, überfahren wir gleich die Grenze wieder. Und zurück in Deutschland dann. Jetzt war. Blup. Jetzt sind wir in Deutschland wieder. Jetzt sind wir daheim. Ja, dann noch bis Chemnitz jetzt ein Stück. Dann haben wir es. Da hinten die Augustusburg. Fahren wir nochmal vorbei. Eingangsschild Chemnitz verpasst. Aber wir sind jetzt in Chemnitz, ihr könnt es mir glauben. Carsten, wie ist es ganz genau? Ja. Gut, den Hauptbahnhof in Chemnitz erreicht. Carsten und ich, wir verabschieden uns jetzt. Mit links. Gut, bis zum nächsten Mal. Ja. Große Resümee mache ich nicht mehr. Im Zug vielleicht noch eine Aufnahme. Sind wir mittlerweile mit der Bahn unterwegs. Ankunft
23 Uhr, ich würde. Was dran? Samochód deszczu stał. Radio przestało. Oh, Eichwalde wieder erreicht. Roadtrip beendet. Jo, bin gerade auf dem Weg nach Hause von der Straßenbahn. Wieder in Eichwalde gelandet. Damit ist der Roadtrip in den Osten beendet. War jetzt, naja, 12 Stunden unterwegs. Erst mit Carsten bis Chemnitz, über Prag, Bonn und so weiter. Und dann im Zug bis Leipzig, Falkenberg, Elster, Berlin-Südkreuz und jetzt mit der Straßenbahn dann nach Eichwalde. Ist noch richtig warm hier, 26 Grad. Ja, wird auch Zeit, dass wir jetzt nach Hause kommen, wa? Morgen früh wieder arbeiten. Nee, war ein sehr schöner Urlaub. Grüße nochmal an Carsten, war schön mit dir. Viel erlebt, viel gesehen, viel wandert, viel gemacht. Alles super gewesen. Insofern sage ich, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Mieliśmy wiecznie trwać na jednej z dzikich plaż. Chciałem ze wszystkich sił pozostać z tobą tam. Lubiła tańczyć, pełna radości, tak ciągle goniła wiatr, spragniona życia wciąż zawsze głupia.